Bei diesem Stück gibt es einen Knackpunkt. Das ist der Übergang vom Takt 4 zu Takt 5. Und diesen Übergang muss man ganz, ganz schnell schaffen. So wie, als wenn man von einer heißen Herdplatte aufspringen würde und ganz schnell auf die neuen Tasten. Dann könnt ihr das auch runterdrücken, aber erstmal den Übergang üben. Dasselbe gilt für die rechte Hand. Im vierten Takt haben wir ein F und im fünften Takt haben wir ein D mit diesen folgenden Tasten. Also auch hier müssen wir den Übergang üben. So schnell wie möglich. Und dann natürlich beidhändig. So, wenn ich das so kann, dann kann ich auch das ganze Stück gut spielen. Und so weiter. Viel Erfolg beim Üben!